Moin und herzlich willkommen zur 1052. Rohstoff-Tagesausgabe der Formationsdata am Montag, den 14. September 2015. Heute handelt es sich ja um eine Abendausgabe, um eine Spätausgabe, wenn man so will. Ich hatte es am Wochenende versäumt, Ihnen zu sagen, dass ich heute Nachmittag einen Termin habe und verhindert sein werde und dass die Ausgabe später stattfinden und veröffentlicht sein werden wird. Ich hoffe, Sie werden diese Ausgabe trotzdem sehen und hören. Sportnachricht des Tages kommt heute von der FIFA, wie am Freitag das Schweizer Fernsehen und am Montag die Süddeutsche berichtet haben, gibt es offensichtlich mittlerweile Beweise, dass Josef Blatter unmittelbar an den Korruptionsvorgängen beteiligt gewesen sein soll. Unter anderem sind die Verträge über die TV-Rechte 2010-2014, die mit Jack Warner, ehemaliger Vize der FIFA, mittlerweile unter Anklage, sind aufgetaucht. Die hat Herr Blatter unterschrieben und auch Schreiben des ehemaligen Marketingmanagers an Jack Warner, in dem gesagt worden ist, das ist alles nicht offiziell und er möchte das bitte, also die Beschlüsse seien nicht offiziell gefasst worden. Wer hat die Beschlüsse gefasst? Und er möchte das bitte geheim halten. Sei es drum, Jack Warner hat ja, ich glaube, 98, 2002, 2006, 2010 und 2014 immer die TV-Rechte für die Karibik und ich meine auch Südamerika bekommen. Und dafür hat er unter anderem $1 bezahlt. Einmal sollte er, wenn ich das richtig verstanden habe, $600.000 bezahlen, hat er dann nicht bezahlt. Und hat die natürlich für mehrere Millionen weiterverkauft. Jack Warner seinerseits hat wiederum mittlerweile mehrfach gesagt, dass er diese 1-Dollar-Verträge dafür bekommen hat, dass er Herrn Blatter die Stimmen, 35 Stimmen zugeschustert hat und deswegen hat er diese Verträge für umsonst bekommen. Das nennt man Korruption, Freunde. Ich bin gespannt, was mit Josef Blatter passieren wird. Heute gab es ja eine Pressekonferenz, von der, wenn ich Ihnen das noch erzählen darf, mit der US-Justizministerin und der Schweizer Staatsanwaltschaft, die haben keine Namen genannt. Die haben nur gesagt, die Ermittlungen gehen weiter, die werden keine Namen nennen, weil es laufende Verfahren sind. Und damit der versuchte Blick auf die Rohstoffliste, die habe ich nur unterwegs verloren. Kommen Sie, wir machen das jetzt so. Da ist die Rohstoffliste. Gas im Plus mit 1,5%. Gucken wir uns gleich an. Gas habe ich mir jetzt 3 Wochen lang angeguckt, weil es eine bärische Konsolidierung gemacht hat. Und was passiert? Der geht oben raus. Gucken wir gleich drauf. Gold plus 0,1%. Und ansonsten hier minus. Crude minus 0,9. Silber minus 1,4. Und Airbrook Gasolin besonders schwach. Minus 4%. Platin auch schwach. Mit minus 1,5% wollen wir auch einen kurzen Blick drauf werfen. Gestern habe ich, glaube ich, 10 Minuten mit Ihnen Gold besprochen. Und Kernaussage war, und ich möchte die Redundanz vermeiden, das war nicht gestern, das war am Samstag. Wenn Sie das interessiert, gehen Sie gerne zurück, schauen Sie, das haben wir in aller Ruhe miteinander besprochen. Kernaussage war, dass wir in dieser Zone eine vierfache Unterstützung haben. Die aufsteigende Trendlinie, eine fallende Linie, die horizontale Linie plus die psychologische 1100. Und da hatte ich Ihnen gesagt, dass nach meinem Dafürhalten und so wie ich es glaube, was passieren wird, dass die Bären nicht so mir nichts, dir nichts einfach hier durchrutschen werden, sondern es gibt 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, es gibt eine bärische Konsolidierung, das machen wir gerade. Und dann, wenn denn wir deutlich unter dieses Tief im Bereich von 1097 fallen, dass dann der Markt das Potenzial hat, hier in Richtung 1080, 1075 zu laufen. Das wäre dann eine sehr starke Unterstützung, weil wir zuletzt von dieser Marke auch in etwa 8% nach oben gelaufen sind. Die andere Möglichkeit ist, da hatte ich Ihnen auch gesagt, dass ich nicht glaube, dass der Markt sofort nach oben schießen wird, ist, dass wir diese alte Unterstützung, was jetzt als Widerstand fungiert, bullisch auflösen. Falls das passieren sollte, wäre ich vorsichtig hier kurzfristiger, also mehr als kurzfristig bullisch zu werden, weil wir in die 20-Tage-Linie hineinliefern und in eine weitere Widerstandszone, was im Bereich von 1130 sich befindet. Das heißt, das, was wir gestern miteinander besprochen, passiert heute. Der Goldpreis versucht gerade auszuloten, will ich hier eine kleinere Bodenbildung schaffen und dann wieder mit der Unterstützung nach oben laufen oder gibt es dann noch eine bärische Fortsetzung? Und deswegen war auch die Aussage, wenn man denn hier dieses absteigende Dreieck getradet hat,
ist das hier eine Zone, in der man einen Teilgewinn durchführen kann und seinen Stop-Loss anpassen kann. Da muss man gucken, was passiert denn hier mit diesen ganzen Linien, diese fallende, diese steigende, diese horizontale und so weiter und so fort und ob der Markt eine Fortsetzung machen will oder nicht. Damit will ich es bei Gold dann auch schon bewenden lassen. Ansonsten gehen Sie gerne zurück, schauen sich das in aller Ruhe an. Bei Silber war die Aussage, dass wir hier in einer Bärenflagge sind und dass es natürlich auch möglich ist, dass Silber über die 15 Dollar drüber geht. Die Wahrscheinlichkeit liegt aber bei den Bären. Das ist die Stange, das ist die Flagge, habe ich Ihnen, glaube ich, häufig genug erklärt. Ein dynamischer Abverkauf findet statt. Danach im Vergleich zum Abverkauf findet eine träge, aufwärtsgerichtete Trendbewegung statt. Das ist eine konsolidierende, bärische Bewegung und nach der Hauptbewegung kommt die Nebenbewegung und dann kommt die nächste Hauptbewegung. Ich sage dann immer beim Mentorprogramm, bei den Seminaren, der Maler streicht die Wand an, dann macht er Pause, also geht von der Leiter runter, macht Pause und dann wird wieder gestrichen. Es ist seltener, dass er nach der Pause dann anfängt, Saturday Night Fever zu feiern. Okay, was ist danach passiert? Bärisch aufgelöst worden, getestet, das was ehemals Unterstützung war, ist Widerstand mit der 200-Stunden-Linie, jetzt wird es wieder abverkauft. Wir hatten aber auch miteinander darüber gesprochen, normalerweise ist ja immer so, 100-80% dieser Bewegung gibt es hier nach unten. Allerdings wird diese Flagge in eine Unterstützung verkaufen. Da hatte ich Ihnen gesagt, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, erste Zielzone ist bei 14,30. Wir haben das Tief gemacht bei, okay, das ist Glück. Also wir haben jetzt das Tief tatsächlich bei 14,30 gemacht. Es ging mir um die Zone. So, von hier aus ist eine Gegenbewegung wahrscheinlich und dann wird man sehen, wird denn diese Linie bei 14,30 bärisch aufgelöst, dann ist das Ziel im Bereich von 14 Dollar. Das, was wir jetzt in der Stochastik im Tageschart machen, also K-Linie fällt, D-Linie steigt, aber es ist noch eine Kaufformation. Momentum guckt nach oben, ist oberhalb der Nulllinie. Allerdings, das, was die Woche hier macht, das sieht immer noch schwach aus. Schauen Sie sich das an. Also, das sieht aus wie ein absteigendes Dreieck, horizontale Marke, wird bärisch aufgelöst, ehemalige Unterstützung, jetzt Widerstand, wird abverkauft und jetzt konsolidiert er wieder unterhalb einer Unterstützungszone, was jetzt Widerstand ist. K- und D-Linie sind leicht oberhalb der 20 umeinander geschlungen, das ist trotzdem mehr bärisch, als dass es bullisch ist. Und deswegen muss man sich darüber im Klaren sein, dass was die Woche hier macht, ist noch nicht stark. Das bedeutet nicht, dass die Bullen nicht, keine Ahnung, die Fed kommt raus und sagt, ach Leute, es gibt jetzt QE unendlich oder was auch immer, dass eine bullische Kerze kommen kann. Was ich Ihnen nur sagen will, im Moment ist nicht so richtig viel von Stärke zu sehen. Erst wenn es den Bullen gelingt, hier genau diese Widerstandszone um die 15 Dollar, 20-Tage-Linie, 50-Tage-Linie, horizontale Widerstandszone aus dem Weg zu räumen, ja Moment, dann ist trotzdem nicht die Rallye ausgebrochen, sondern dann hätte der Markt das Potenzial, von der 15 Dollar einmal in Richtung 15,30 zu laufen, also 2% und dann an diese Linie, an die 15,60 zu laufen. Wie viel sind das? Das wären dann 4,5%, wenn er das denn bullisch auflösen sollte. Das heißt, im Moment sind die Bären immer noch, haben immer noch die Oberhand, laufen aber in potenzielle Unterstützungen rein. Nichts, was ich jetzt hier gerade kaufen wollen würde oder noch auf diesem Gebiet additiv auf der Short-Seite traden wollen würde. Platin hatte ich Ihnen gezeigt, würde es Ihnen gerne über die Stunde zeigen. Da hatte ich Ihnen gesagt, Freunde, wir haben hier eine aufsteigende Trendlinie. Ich weiß nicht, ob Sie daran erinnern können, Unterstützung, Unterstützung, da waren wir hier hingekommen, da hatte ich Ihnen gesagt, ich glaube, dass der Markt eher das Potenzial hat, in Richtung 1000 zurückzulaufen mit Hilfe der Unterstützung. Dann ist eine Vierfach-Widerstandszone, 200-Stunden-Linie, diese ehemals unterstützende, diese begrenzende, vierfache Widerstandszone mit der runden 1000-Dollar-Marke. Und deswegen ist es wahrscheinlicher, dass der Markt im Anschluss in Richtung 960 bis 950 läuft. Man muss sich bitte nur darüber im Klaren sein, dass ich jetzt antizipiere, dass diese unterstützende Linie brechen wird. Wenn man es denn prozyklisch traden wollte, wartet man ab, dass die Trendlinie bricht und schauen Sie sich das an, es bricht, kommt wieder zurück. Das, was ehemals Unterstützung war, wird zum Widerstand und dann gibt es im Anschluss diese bärische Bewegung. Was ich Ihnen sagen will, ist, diese Formationen, wenn man sie auch systematisch lesen und analysieren kann, dann ist es viel einfacher, mit dem Markt zu arbeiten. Sie sehen, wie häufig die Setups sauber laufen. Und man musste auch gar nicht einfach die 1000 verkaufen. Schauen Sie, das ist ein Doppeltop. Da geht er hier durch die Nackenlinie und dann kommt die bärische Bewegung. Der Markt bildet
wiederkehrende Formationen. Und die zeichne ich nicht ein in dieser Art und Weise, weil ich besonders erfahren bin oder weil ich irgendwas kann, was kein anderer kann. Nein, dahinter steckt ein klares System, was man miteinander verbindet und was nicht. Und wenn Ihnen irgendjemand erzählt, Charttechnik ist total schwer, das kannst du nicht lernen, nur ich kann das und kein anderer kann das, dann ist es, lassen Sie mich das Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist kompletter Kokolores. Wenn Sie zu uns zum Seminar kommen und im Anschluss sich auch hinsetzen und damit üben, dann dauert es ein paar Wochen, dann können Sie den Chart analysieren, was nicht ein paar Wochen dauert, sondern was viele Monate und eher Jahre dauert, ist, dass Sie Ihre menschliche Psyche auf die Trading-Psyche umstellen. Und das ist auch der Grund, warum wir sagen, ja, es gibt das Seminar, es gibt die Systematik und im Anschluss gibt es die Trading-Begleitung, gibt es Wiederholungen. Wenn Sie sagen, das interessiert mich, sind Sie ganz herzlich eingeladen, gehen Sie auf unsere Seite, formationstrader.de, klicken Sie auf Formationstrader werden, können Sie das in aller Ruhe hier unser Mentorprogramm anschauen, wird Ihnen alles erklärt, ganz unten gibt es ein Kontaktformular. Wir haben noch Restplätze, es sind nicht mehr viele Plätze und wir haben ja nur eine kleine Gruppe. Und in diesem Seminar, zu diesem Mentorprogramm bekommen Sie aktuell 15% Preisnachlass. Bitte verzeihen Sie die Werbung, die ich hier gerade gemacht habe. Für mich ist es auf jeden Fall wichtig gewesen. Jetzt will ich Ihnen noch, na klar, ich will Ihnen Nigel Gas zeigen. Schauen Sie, Nigel Gas, ich gucke es mir an. Warten Sie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Tage. Und wissen Sie, je länger der hier drin bleibt, desto bärischer ist es eigentlich. Weil die Bullen es nicht schaffen, hier drüber zu gehen. Da wird immer wieder getestet. Und vor allen Dingen nach dieser Bewegung. Okay, was macht er? Der geht oben raus. Was passiert mit mir? Na gar nicht. Überhaupt nicht. Und warum nicht? Weil ich nichts getradet habe. Ich habe nur geguckt. Gucken kostet ja nichts, sagt man. Genauso wie Fragen nichts kostet. Und in diesem Falle, daran sieht man zwei Sachen sehr schön. Erstens, es lohnt sich prozyklisch zu arbeiten und nicht zu antizipieren. Ich hätte geglaubt, dass der hier durchgeht. Und das ist das, was man mit dem System lernt, dass man sagt, okay, ich habe aber hier gerade kein Setup. Und das Zweite ist, man muss noch lernen, diesem System zu vertrauen und die Coolness zu haben und die Geduld aufzubringen. Dafür braucht man Zeit, dass man nicht antizipierend in einen Markt reingeht. Erste wichtige Aussage. Zweite wichtige Aussage, erinnern Sie sich an dieses Dreieck, das ist jetzt hier, diese Linie ist verschoben, aber die wurde nicht mit dem Schatten, wurde bullish aufgelöst. Da habe ich Ihnen gesagt, ich wäre ganz vorsichtig, das auf der bullischen Seite zu traden, weil so trendlose Märkte, die neigen zu Fakes auf der einen oder anderen Seite. Jetzt wird das Dreieck bärisch aufgelöst und que pasa Theo, das Ding kommt wieder in das Dreieck rein. Und deswegen trade ich persönlich zum Beispiel nicht so gerne Dreiecke, weil es keinen Trend gibt und dann kann es sein, dass die Trendlinie bricht, aber eine wichtigere horizontale Linie bricht dann nicht und dann kommt der Markt zurück. Also nichts machen, nur angucken, nach wie vor und last but not least, wie lange rede ich eigentlich schon? Oh, das geht ganz schön lange. Wir machen das ganz schnell. Wir machen ganz schnell nicht Brent Crude, gucken wir mal. Crude ist immer noch im Tageschart okay, was der Markt macht. Denn wir haben zwar eine Verkaufsformation, das Momentum unterstützt gerade die Bullen, wir sind oberhalb der 20-Tage-Linie, die 50-Tage-Linie kommt zurück. Und merken Sie sich das bitte, wenn der Preis zwischen der 50- und der 20-Tage-Linie steckt, der mag das nicht, der sucht sich einen dynamischen Weg raus. Und ich finde es super, dass er sich hier so richtig schön Zeit lässt und dass die 20er und 50er sich näher kommen. Das sieht immer noch so aus wie eine bullische Konsolidierung dieser Bewegung mit einer Möglichkeit der Fortsetzung. Allerdings kriegen wir jetzt im Stundenchart, hoppala, was habe ich denn da gemacht? Wir machen es heute so. Kriegen wir im Stundenchart eine mögliche absteigende Dreiecksformation. Unterstützung, Unterstützung, da noch nicht ganz rein. Wenn er hier drunter bricht, hätte er das Potenzial, was Bärisches zu machen. Jetzt will ich Ihnen noch eine Sache aus edukativer Sicht erklären und hoffe, dass das verständlich ist. Ein absteigendes Dreieck im Stundenchart kann es nur als sogenanntes Fortsetzungsmuster geben. Das heißt, der Markt müsste sowas vorher gemacht haben. Du, du, du und zum und zack, so. Und dann macht er das absteigende Dreieck, so wie Gold. Wenn es aber so ist, dass dieses absteigende Dreieck zustande kommt, nachdem der Markt hier
diese dynamische bullische Bewegung gemacht hat. Nicht vergessen, das waren, glaube ich, 27% oder 27% in 3 Tagen, 30% in 3 Tagen. Dann kann es auch sein, dass das hier bärisch aufgelöst wird und dann läuft er in irgendeine Unterstützung rein und bleibt da hängen oder in diese Unterstützung rein oder in die 20-Tage-Linie. Insofern, wenn diese Linie bricht, würde ich dann nicht sagen, okay, also das, was der von hier bis hier gemacht hat, das macht er definitiv nochmal nach unten. Die Wahrscheinlichkeit einer bärischen Fortsetzung ist größer. Wir können aber nicht davon ausgehen, dass wir die ganzen 12 oder 10% machen. Ich hoffe, dass das verständlich ist, was ich gerade gesagt habe. Deswegen, nach so einer dynamischen Bewegung, ich habe es Ihnen gezeigt, was Volumen hatte, würde ich eher nach einer Fortsetzung suchen. Ist eher wahrscheinlich, aber der Markt kann auch bärisch aufgelöst werden. Müssen wir nur wissen. Schauen Sie zum Beispiel, hier ist die Unterstützung im Bereich von 34 Dollar. Wo würden wir rein traden? Wo ist die 20-Tage-Linie? Ach, die ist oben drüber. Die ist bei 43,60. Verzeihen Sie bitte. Da habe ich gerade die Zahlen verwechselt. Okay. Absteigendes Dreieck mit dem Problem, dass wir hier in diese voluminöse bullische Bewegung traden würden. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Spät angefangen, lange gequatscht. Jetzt kommt das Video noch später raus. Sie werden es mir hoffentlich verzeihen. Tom, müssen Sie bitte auch verzeihen. Der Kerl hat nämlich beruflich eine Weiterbildung, deswegen kann er heute Abend nicht für Sie da sein. Morgen schauen wir wieder auf den DAX. Mit mir, wenn Sie mögen, dann werde ich Ihnen wieder wahrscheinlich sagen, ich weiß doch auch nicht, was der DAX will. Wenn Sie sich das geben wollen, sind Sie herzlich eingeladen. Dann ist Silvio für Sie da mit einer neuen Ausgabe zum S&P 500. Und morgen zur gewohnten Zeit gibt es wieder den Blick auf die Rohstoffe. Traden Sie smart, traden Sie mit Risikobewusstsein und traden Sie bitte mit einem Stop-Loss. Was bleibt mir noch übrig, Ihnen zu sagen? Na klar, mein Name ist Hamed Esnachari und selbstverständlich und vom Herzen wünsche ich Ihnen, dass Sie hoffentlich alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrader doch bitte gewogen.